Die Beschaulichkeit des Tompkins Square Park täuscht. Die Ulmen, von denen viele aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts stammen, der Hundelaufplatz, der Spielplatz und die Rasenflächen können schwerlich die turbulenten Ereignisse vergessen machen, die Ende des 19. Jahrhunderts an diesem Ort stattfanden. Der Tompkins Square Park legt Zeugnis ab über eine besonders schwierige Zeit im Leben der deutschstämmigen Einwohner in dem Kleindeutschland genannten Stadtviertel. 1874 versammelten sich hier ungefähr 7000 junge Einwanderer, um gegen ihre wirtschaftlichen Nöte und Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Dieser Protest wurde als Tompkins Square Riot bekannt. Die Demonstranten wollten vom Tompkins Square zum Rathaus marschieren, um dort ein Programm zu fordern, das Arbeitsplätze schuf und die Zwangsvertreibung der Arbeitslosen aus ihren Wohnungen beendete. Die Demonstranten versammelten sich friedlich auf einer genehmigten Demonstration im Park, ohne zu ahnen, dass die erteilte Genehmigung zurückgezogen worden war. Es handelte sich um Einwanderer aus der Arbeiterklasse, größtenteils Deutsche, die ohne Ausnahme arbeitslos waren. Viele hatten seit Tagen nichts gegessen. Sie wurden von mindestens 1500 Polizisten, fast zwei Dritteln der Polizeikräfte der Stadt, empfangen. Zu Pferd und mit erhobenem Knüppel gingen die Polizisten ohne Warnung zu einem Angriff über, der von einem Arbeiterführer vor Ort als Orgie der Brutalität bezeichnet wurde. Die Polizei verhaftete 44 Männer wegen ungebührlichen Benehmens, Ruhestörung, aufrührerischer Reden, wegen des Tragens verdeckter Waffen und Anstiftung zu Randalen und tätlichen Angriffen. Dies war eine Auseinandersetzung zwischen den armen und den vornehmen Stadtvierteln, zwischen Einwanderern und etablierten Einwohnern, zwischen Arbeitern und wohlhabenden Bürgertum, zwischen Sozialisten und Kapitalisten. Die Meinung der Öffentlichkeit war je nach Klassenzugehörigkeit geteilt. Die Arbeiterklasse sympathisierte mit den Demonstranten. Die Bürger der vornehmen Viertel hingegen billigten das Vorgehen der Polizei. Es gab auch fremdenfeindliche Kommentare. Die Demonstranten wurden als Ausländer beschrieben, hauptsächlich deutsche und irische Kommunisten und Sozialisten. Die Presse jener Zeit bezeichnete die Niederschlagung der Demonstration als Bedrohung der Meinungsfreiheit und hinterfragte das Recht der Regierung, solche Zusammenkünfte zu regulieren. Der Tompkins Square Park war Kundgebungsort von Regierungskritikern bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Als Anwohner gegen die Umstrukturierung der Gegend und die Vertreibung der Obdachlosen aus dem Park demonstrierten.